Portaltag überstanden. Wir hatten die Mondpause noch bis 4.30 Uhr. Vielleicht hat der ein oder andere nicht ganz so gut geschlafen, was an solchen energiereichen Tagen durchaus der Fall sein kann. Und ja, Donnerstagmorgen, Jupitertag. Das ist schon mal immer sehr gut. Und wir haben auch hier wieder, wow, gleich zwei richtig gute Karten hier am Start. Also so verhalten, wie die Woche vielleicht auch jetzt erstmal angefangen hat, ja. So energetisch gut geht sie jetzt aber auch wieder für uns weiter. Und das gefällt mir natürlich, denn wir haben erstmal den König der Münzen dabei, ja. Und der König der Münzen, das ist natürlich jemand, der Geschäftssinn hat, der geschäftstüchtig ist, ja, der, ja, wie will ich sagen, der natürlich durchaus immer wieder so ein bisschen am Feilschen, am Verhandeln ist, der wirklich auch gewieft ist im Reden, ja, der aber auch wirklich freundlich, realistisch ist, erfolgreich, ne, immer so der Professor-Typ ein bisschen, kann auch der Chef sein. Als Ereignis ist es auf jeden Fall Geschicklichkeit und wirklich absoluter Erfolg. So, und dann freut sich natürlich hier der Michael wieder, weil wir natürlich wieder eine Stabkarte dabei haben. Und wir haben das Ass der Stäbe, das zeigt uns Kraft, Mut, neue Impulse, die wir heute mitnehmen. Wir sind voll mit Energie, also auch fruchtbare Kreativität, Entschlossenheit und eine Chance wird sich heute für euch ergeben, die ihr bitte, meine Lieben, unbedingt nutzt. Ich freue mich, wenn ihr morgen früh am Freitag wieder mit mir dabei seid und den Tag beginnt. Um 6 Uhr geht's los. Bis dahin kommt gut über den Tag. Alles Liebe, euer Michael.